Hallo zusammen. Zunächst einmal möchte ich mich bei den vielen Musikfreunden bedanken, die mich zu diesem tollen Instrument beglückwünscht haben, was ich im Moment spielen darf. Es macht mir eine Riesenfreude und so langsam wird man immer vertrauter mit dem Instrument. Und ich hatte ja gestern bereits gesagt, viele Funktionen kann man auf einen einzigen Tastendruck erreichen. Und da ist mir heute zum Beispiel sehr positiv aufgefallen, wie man den Begleitautomaten beeinflussen kann. Hier haben wir nun die gesamte Begleitsektion. Hier werden die Rhythmen ausgewählt, die verschiedenen Stylegruppen finden wir hier. Und das Schöne ist, ich kann während des Live-Spiels direkt über die Tasten in diesen Begleitautomaten eingreifen. Ich lasse einmal einen Style laufen. Und ich kann nun die einzelne Bestandteile der Begleitung stumm schalten. Die Drums lasse ich einmal laufen. Ich kann sogar die Bestandteile der Drums einzeln beeinflussen, also stumm schalten. Ja, ich denke, das sind ganz tolle Funktionen. Bei dem PA5X von Korg haben wir auch etwas Ähnliches. Da können wir zumindest die Begleitspuren stumm schalten. Vielleicht lässt sich später auch noch in dem Gerät implementieren, dass man die einzelnen Drumspuren stumm schalten kann. Nun eine kleine Hörprobe auf der Böhm-Orgel, einen schnellen Swing und daher ohne Fußpedal, sondern hier nutze ich mal wie beim Keyboard den Begleitautomaten.